Hat sich aber anscheinend wieder krank, ist noch im Rennen. Ist auch nirgends eingeschlagen. Ja, wollen wir nochmal gucken, ob wir in der Boxengasse vielleicht den Toni zu hören bekommen. Aber ich glaube fast nicht. Nee, leider ist er wahrscheinlich schon direkt abgeflogen. wollte gar nichts mehr tun, ist quasi schon im Flieger nach Hause, ne? Von Aston hier, Flieger zu Aston. Toni, wenn du uns vielleicht hier irgendwo jetzt hörst, wenn du noch ein kurzes Statement zu deinem Vorfall uns geben willst, darfst du sehr gerne bei uns vorbei. Mit der Kommentatorkabine. Wir haben auch einen Keks. Ja, und wo man jetzt auch mal hinhalten kann hier, Daniel Backhofe. Der ist auch noch ganz neu, der hat bisher noch kein Rennen beenden können. Im Moment ist er noch dabei, ich drücke ihm wirklich fest die Daumen, dass es auch so bleibt. Er hat wirklich immer Pech gehabt, hat sich im letzten Rennen in Fern Bay mit einem Formelauto aufs Dach gelegt. Das ist eine sehr schwierige Angelegenheit, die gelingt nicht vielen Leuten, aber ihm ist es irgendwie trotzdem gelungen und das war dann sein dritter Ausfall in Folge. Aber im Moment ist er gut dabei. Auf Position 12. Jetzt gucken wir mal an die Spitze. Da ist Stefan Zingler mittlerweile, der nicht mit Ronald da am Kabbeln ist. Ja, und so Ronald ist am Stefan Zingler vorbeigegangen. Ronald ist nämlich jetzt hier vor Stefan Zingler auf der zweiten Position und wir gucken uns einfach mal die letzten Rundenzeiten an und die sind vom Ronald erstklassig. Also die vorletzte Runde war eine 16:27 und jetzt die Runde war eine 16:88. Da kann der Stefan Zingler nicht ganz mithalten. Er fährt immer noch in 17er Zeiten. Auch der Christian Scheins fährt zwar auch in dem ähnlichen Bereich, aber Ronald Großmann hat hier gerade irgendwie den Nachbrenner gezündet. Er scheint jetzt hier von dem Trio am schnellsten unterwegs zu sein und ist jetzt hier definitiv vorm Stefan Zingler und kann jetzt vielleicht dann auch auf den Christian Scheins ganz vorne wieder aufschließen. Ich guck mal gerade nach. Stefan Zingler ist, glaube ich, der einzige mit Kilos aus dem Führungsführer. Ja. Stefan Zingler hat. Wie viele Punkte? Weißt du aus dem Kopf, Stefan? Der müsste 32 Kilo, glaube ich, dabei haben. Also, er hat schon ordentlich Wort und Ronald Großmann und Christian Schein sind ohne unterwegs. Und da merkt man jetzt auch, dass jetzt langsam sich der Abstand zu Christian nach vorne wirklich deutlich verkürzt hat. Also jetzt ist ja schon fast Windschattendistanz vorhanden. Das war doch vorhin noch ein bisschen anders. Da bin ich mal gespannt, wie lang da noch so gemütlich vorne wegfahren kann. Das wird nicht mehr lange gehen. So, jetzt die letzte Runde vom Ronald war eine 16:27. Vom Christian nur eine 17:11. Also Ronald fast, ja, 18. schneller in der letzten Runde als der Christian Scheins. Auch als Stefan Zingler. Denn jetzt ist er ja eigentlich mehr am Christian als am Stefan ran. Also das Duell ist jetzt wieder, glaube ich, am Brennen. Also die sind wieder beieinander und da können wir uns jetzt wahrscheinlich auf einige spannende Manöver finden. Man sieht schon, wie der Christian da jetzt ein bisschen nach links fährt. Vielleicht will er den Ronald zwingen, auf eine schlechtere Linie zu fahren, dass er vielleicht den Windschatten nicht so ganz wahrnimmt. Aber der Ronald, ja, sieht genau an. Und der Ronald freut sich jetzt vor allen Dingen auch, dass jetzt der Stefan Zingler ein bisschen abreißen lassen muss, weil er mit seinen Gewichten da doch nicht so gut hochkommt. Und für einen Angriff auf Christian ist es dann doch wahrscheinlich noch zu früh.
Ja, man muss vielleicht zu kurz dazu sagen, dass Christian Scheins und Ronald Großmann zwar jetzt hier nicht direkt, aber generell Teamkollege sind. Das sind nämlich alles Fahrer vom Team Nox. Und der Christian Scheins ist sogar der Teamchef. Aber so wie ich die kenne, werden die das jetzt hier offen austragen. Wer denn da jetzt gleich die Führung hat. Und jetzt scheint es mir, als ob der Ronald sehr gut aus der Schikane rausgekommen ist. Und jetzt ist er wirklich direkt dran. Das wird, denke ich mal, jetzt der Versuch. Jetzt setzt er sich daneben und ist jetzt auf der rechten Seite. Das wird ja die Innenseite zum anderen zu viel bedeuten. Jetzt ist er eigentlich schon ganz vorbei. Wenn der Christian da jetzt nicht direkt den Gegenangriff probiert, dann ist er Ronald Großmann unser neuer Spitzenreiter. Vorm Christian Schein und dann Stefan Zinger. Wir gucken nochmal kurz auf die letzten Runden. Da war vom Ronald auch eine 17:11. Aber vom Christian Schein eine 17:8. Wer da jetzt auch ein bisschen von profitieren konnte, ist der Danny Engels. Der konnte jetzt ein bisschen ranfahren. Zwar nicht merklich, aber schon ein paar Meter. Es ist natürlich jetzt spannend, ob der Christian Scheins bloß man da folgen kann. Man sieht hier, er will es, also er kämpft und pusht und will natürlich auch, denke ich mal, den Platz gegen Stefan Zingler verteidigen. Sind wir jetzt einfach mal gespannt, ob er die Pace mitgehen kann. Es sieht ja jetzt im ersten Moment erstmal so aus. Ja, wobei er fährt da jetzt schon recht wertwild mittlerweile, der Christian Scheins. Hat doch da jetzt immer mal wieder Gärsteher drin gehabt, das kostet ihm nicht so viel Zeit, aber es ist auch von den Reifentemperaturen her nicht so entscheidend, aber auch wenn die Reifen eigentlich die ganze Distanz halten sollten, zu oft sollte man sowas auch nicht machen. Generell sind die Reifen, denkst du, eher kein Problem, weil normalerweise ist ja erst so ein bisschen für bekannt, dass man doch schon mit seinen Reifen haushalten muss, wenn man damit lange schnell fahren will. Ja, das ist auch eigentlich in fast allen Autos so, aber der LX4, der ist so leicht und hat eben nur Straßenreifen, die sowieso recht haltbar sind, sodass ich sagen würde, normalerweise sollten die Reifen kein Problem darstellen. Es sei denn eben, macht unterwegs wirklich mal ein paar grobe Schnitzer, aber das sollte eigentlich den Fahrern zumindest hier an der Spitze unterwegs sind, nicht passieren. Was übrigens auch ein bisschen problematisch sein kann mit dem Auto generell, aber auch auf der Strecke, ist die Kupplung. Da muss man ein bisschen aufpassen. Kupplungsverschleiß wird in LFS zwar nicht simuliert, aber die Temperatur von dem Ding, und da kann es einem passieren, wenn man beim Schalten nicht sauber lupft, dass dann die Kupplung immer heißer wird und heißer und fängt an durchzurutschen, und das kann auch richtig, richtig viel Zeit kosten. Ja, erklär doch mal so ein bisschen, wenn die Kupplung denn dann wirklich heiß ist, was für Chancen hat denn der Fahrer? Dann ist dann das Rennen gelaufen, ist die Kupplung kaputt oder was kann man da machen? Also kaputt gehen tut sie nicht, aber es ist sehr, sehr zeitaufwendig, weil man muss dann zum einen natürlich sehr sauber lupfen bei den Schaltvorgängen, aber man muss auch teilweise, kommt drauf an, wie stark die Übertemperatur ist, muss man auch teilweise wirklich ein bisschen vom Gas gehen. Also da kann man dann schon mal alleine durch eine heiße Kupplung 15-20 Sekunden verlieren, die sind dann ganz schnell weg. Deswegen versucht man die Kupplung natürlich in einem vernünftigen Temperaturbereich zu halten. Die Temperatur wird den Fahrern auch angezeigt im Cockpit, also in ihrem HUD. Sodass sie das eigentlich auch immer im Blick haben sollten. Ansonsten hört man es auch, wenn der Schaltvorgang länger dauert und das Ding am Durchrutschen ist, lässt sich das auch recht gut hören. Und jetzt greift Christian hier nochmal an. Ich dachte, ja, er würde da nicht richtig folgen können, aber... Ja, er fährt aber ein bisschen eine sehr weite Linie, was natürlich auch von der Distanz her ein Nachteil sein kann. Ich frage mich, warum er sich da nicht ein bisschen näher an den Ronald rantraut, aber er muss gar nicht, weil er scheint hier vorne zu sein beim Anbremsen, aber Ronald Großmann auf der Innenbahn, wer kann sich da jetzt durchsetzen? Ja, Christian lässt die Tür sperrangelweit offen. Ja, da ist es auf der Außenbahn noch nicht so einfach. Wie gesagt, die Kurve hat so ein leichtes Banking und das bringt einfach unheimlich viel, wenn man da auf der Innenbahn unterwegs ist. Da hat man außen eigentlich relativ wenig Chancen. Da muss man dann schon wirklich sehr, sehr dicht an den Kollegen auf der Innenbahn ran. Ja,
Aber auch Stefan Zingler ist definitiv da jetzt hinten dran. Das dran. Aber ich, ja, man sieht eigentlich, dass der Stefan nicht so die Chancen hat, auf der Geraden sich anzuschleichen durch den Windschatten, weil ich denke, die Kilos sind da einfach zu stark, machen sich zu sehr bemerkbar, weil ja, er hat eigentlich die gleiche Distanz zu Scheins wie Scheins zu Großmann, aber Scheins ist an Großmann rangekommen, aber Zingler nicht an Scheins. Ich hoffe, das hat jetzt keinen verwirrt. Und es ist rausgekommen, was ich eigentlich sagen wollte. So, jetzt hier, Christian, man sieht hier auch diese Kurve, eben schon gesagt, man fährt hier recht blind rein. Da gibt es auch irgendwie 1000 Linien, würde ich sagen. Ja, die Linienvariationen, die wir da sehen, sind aber, glaube ich, größtenteils eher unbeabsichtigt. Das ist einfach so, diese Kurve trifft man eigentlich fast nie hundertprozentig. Da ist man immer irgendwie so am Rettungsmaßnahmen einleiten, um da vernünftig durchzukommen. Selbes Spiel, würde ich jetzt sagen, hier in der Kurve. Man sieht, Ronald fährt ein bisschen weitere Linie, kommt innen nicht ganz so gut raus, aber letztendlich sind Großmann und Scheins eigentlich gleich schnell durchgekommen. Das hier ist eine Kurve, die war auch bei mir im Testrennen. Man bremst sie eigentlich immer recht stark an oder man merkt irgendwie in der Kurve, es war zu stark. Also die geht echt schneller, als man vielleicht denkt. Das ist eine recht flüssige Kurve und die muss man auch gut erwischen, weil, wie gesagt, wir kommen hier, sind hier auf der Gegengeraden, lange Vollgaspassage, wo man dann aufpassen muss, dass man dann nicht guckt wird von dem Hintermann. Aber hier jetzt scheint es nicht nah genug dran, um nochmal einen Angriff zu setzen, wie es in der letzten Runde der Fall war. Fischt die Kurve jetzt aber hier ja ganz gut. Definitiv jetzt jedes Mal ein absoluter Stressmoment ist das Bremsen auf diese Schikane, weil da vertut man sich einmal und alle anderen sind vorbei. Aber das meistern sich hier wirklich alle drei erstaunlich gut, hätte ich nicht gedacht. Waren hier echt da recht perfekt immer drüber. Und wenn das vielleicht nicht so aussieht, aber wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich nicht unbedingt, dass es schön aussieht bei der Schikane, sondern wirklich, dass man die Geschwindigkeit mitnimmt. Müsste man dann nochmal lupfen oder bremsen sogar, dann verliert man wirklich unglaublich viel Zeit. So, wir gucken nochmal ein bisschen ins Feld, ob wir denn noch einen schönen Zweikampf finden. Da sehen wir auf Position Nummer 11 Backhofen und Neumann. Ja, und dann sind wir schon, das sind auch zwei Teamkollegen. War, ist. Jetzt können wir uns vielleicht mal merken, wer hier mit offenem und wer mit geschlossenem Dach fährt, weil ich habe gerade den Überblick ehrlich gesagt nicht. Backhofe fährt mit offenem Dach und Christopher Bürste ist das dahinter, genau. Christopher Bürste fährt mit geschlossenem Dach. Also Backhofe offenes Dach, Bürste geschlossenes Dach. Davor Michael Scherer in der Golf-Lackierung, dahinter dann Klaus Neumann. Und das sind Andi Grund und Andreas Freitag, die sich hier kleinen Zweikampf geliefert haben. Ja, und das sind das auch, schon wieder, das sind auch Teamkollegen. Ja, es ist erstaunlich, wie viele teaminterne Duelle wir da im Moment haben. Nein, stimmt gar nicht. Nein, stimmt nicht. Andi Grund ist der Teamkollege von Florian Hinz, sehe ich hier gerade. Die fahren die nur völlig so eine ähnliche Lackierung. Ja, sie sind alle Teammitglieder bei BST. Deshalb fahren sie wahrscheinlich alle unter der gleichen Lackierung. Aber natürlich ein Team, was in der Wertung gefällt, sind natürlich immer nur zwei Fahrer, aber trotzdem gibt es natürlich die Rennstelle, die dann natürlich möchten, dass ihre Fahrer dann im Teamskin unterwegs sind. Und deshalb kommt es hier vor, dass es wahrscheinlich auch vier gleich angemalte Autos gibt. Nee, stimmt nicht, Andreas Freitag, ich habe mich da vertan. Andreas Freitag ist der Kollege im blauen Auto, der jetzt Florian Hinz rumfährt. Genau, so sieht es nämlich aus. Und Hinz und Andi Grund sind aber Teamkollegen. In dem Punkt lag ich zumindest richtig, beide bei BST unterwegs. Ja, und Florian Hinz
macht jetzt genau das, was ich eben schon angesprochen hatte. Er muss sich jetzt so ein bisschen von den Durchkämpfen, er hat schon früh seinen Stop gemacht. Ich sah so aus, als wäre es recht geplant gewesen. Und deshalb muss er das jetzt hier in Kauf nehmen, dass er dann wirklich sich von hinten nach vorne durchkämpfen muss. Und das ist nicht so einfach. Und da verliert er auch, glaube ich, ganz schön Zeit. Hier hinter Andreas Freit, weil es scheint mir so, als könnte er schneller, aber kommt nicht wirklich vorbei. Ja, ich denke mal, er hat nicht so richtig damit gerechnet, dass er im Feld stecken bleiben wird. Er hat wahrscheinlich gedacht, er würde ausreichend viel Zeit beim Boxenstopp verlieren, da anschließend freie Fahrt hat. Aber die Rechnung ist nicht ganz aufgegangen. Ich weiß nicht, wie seine Situation vor dem Boxenstopp gewesen ist. Vielleicht war er da auch so in Kampfgruppen verstrickt, dass noch nichts vorwärts ging. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als wäre das eine besonders gute Idee gewesen. Müssen wir mal abwarten. Hier jetzt auch wieder die ungeschicktere Außenbahn. Da wird er nichts machen können. Vielleicht beim Rausbeschleunigen. Aber das sieht auch nicht so aus. Und da sind sie sich doch mal recht nahe gekommen. Auch hier wieder sehr unterschiedliche Linien durch diese schwierige Doppellinks. Und da hat Freitag gerade einen Fehler gemacht. Jetzt ist er daneben und das müsste reichen. In der Eau Rouge werden sie nicht zu zweit durchfahren wollen. Ich denke mal, da hat Andreas auch ein bisschen gelupft, um da kein Risiko einzugehen. Weil das die Wahrscheinlichkeit, dass sowas gut ausgeht, ist doch recht gering. Da kann er sich auch direkt absetzen. Also da sieht man halt auch sehr deutlich, wie viel Zeit er da wirklich vorher verloren hat. Der Andreas Freitag, der Florian Hinz. Der zweite Boxenstopp übrigens mittlerweile Kevin Ortei. Der ist auch an der Box gewesen, ist dadurch jetzt erstmal auf den letzten Platz zurückgefallen. Dann ist hier wieder im Bild das Lab. Der zwar zwischenzeitlich richtig gut unterwegs vorne, ist jetzt ein bisschen zurückgefallen. Auch die Zeiten doch sind eigentlich ganz okay, waren eben ein bisschen besser, aber jetzt muss er sich hier auf, muss er hier echt auf Björn Reichert aufpassen. Auto dahinter, im, auch weiß-roten. Das sieht auch ähnlich aus wie eine BSD-Lackierung. Ja, jetzt geht er vorbei, da gab es den leichten Stupser, aber. Das konnte der Björn noch gut abfangen und jetzt ist er hier auf der Innenbahn. Ich denke mal, da ist die Chance, die Position nachhaltig zu behalten. Und ja, es sieht doch aus, aber Jonas Lapp ist jetzt wirklich eng dran und könnte vielleicht im Windschatten gleich wieder vorbeiziehen. Ja, Jonas hatte da den Fehler gemacht, Ausgangs-Eau Rouge, wo das Auto eben so leicht wird, da ist das Heck so schnell weg und genau das ist passiert. Und das hat Björn eiskalt ausgenutzt. Und der Konter sieht mir jetzt auch noch nicht so richtig vielversprechend aus. Hat jetzt auch wieder die Außenbahn in der Zahnbürstenkopfkurve, das geht wahrscheinlich schief. Ja, das wird Björn verteidigen. Hat er auch die Tür zugehalten, geguckt, dass ihnen die Lücke nicht entsteht. Björn Reichert, ja eigentlich auch ein großer Name, kenne ich noch aus meiner aktiven LFS-Zeit, war eigentlich auch immer ein Kandidat für ganz vorne. Auch einige Male Vizemeister, soweit ich weiß. Björn Reichert für ganz vorne hat es noch nicht gereicht. Heute ist er auch nicht ganz vorne mit dabei, aber auf jeden Fall eigentlich immer ein sehr konstanter und wirklich sehr guter Fahrer. Auf jeden Fall, mit dem muss man immer rechnen, in der Gesamtwertung auf Platz 4 mit nur 25 Punkten Rückstand. Also das ist auch noch nicht ganz gegessen da. Oh,
und dann sehe ich hier gerade etwas weiter vorne einen Zweikampf. Das ist wieder Christian Scheins und Zingler. Und Zingler hat sich da irgendwie geschafft, trotz seiner Gewichte an Christian ranzuarbeiten. Der war auf der Außenbahn. Da, aber er, ja, er hält die Linie, aber durch Urusch werden sie jetzt nicht weit fahren. Das ist wirklich, also wenn das machen würde, der ist so ein bisschen blöd wahrscheinlich. Durch dieses offene Cockpit kann man recht schön sehen, was die Fahrer machen. Das ist ja auch sehr schön animiert in LFS. Und man sieht wirklich, in solchen Kurven sind dann die Fahrer wirklich ganz schön am Rattern mit den Lenkrädern. Und da muss man nämlich immer bereit sein, mit dem Auto gegenzulenken. Wenn es auch nur ein bisschen ist, weil so ein bisschen wäre das Auto immer mal weg. Ja, das ist auch eins von den klassischen Autos, die man zu mindestens 50% mit Gasfuß lenkt. Und nur mit den anderen 50% tatsächlich mit dem Lenkrad. Also normalerweise gibt man da mit dem Lenkrad am Anfang der Kurve so grob die Richtung vor und der Rest passiert dann im Fuß. Ja, genau, dadurch ist es auch vielleicht gar nicht so ein grobes Auto, wie man denkt, weil man braucht wirklich viel Gefühl, auch für den großen Bruder LX6. Jetzt habe ich es, LX6. Das sind wirklich Autos, die muss man, da muss man wirklich viel Gefühl am Tag legen, damit man die schnell um den Kurs bewegt. Und die zwei hier auf jeden Fall recht gut. Ja, und da ist der Abstand wahrscheinlich schon wieder ein bisschen zu groß. Die Gerade ist zwar lang, aber er hat halt einfach den Gewichtsnachteil beim Rausbeschleunigen. Ja, hier sehen wir Michael Scheer. Das hat sich auch ein bisschen aufgelöst im Zweikampf. Die waren gerade noch sehr eng beieinander. Er ist nämlich an Jonas Lapp vorbeigegangen, der ja eben noch im Kampf mit Miren Reichert gewesen war. Also Michael Scheer jetzt hier auf der 8. Position vorgefahren. Und ja, ich denke, dass er jetzt auch suchen wird, dem Miren Reichert zu folgen. Wir können ja mal ein bisschen auf die Zeiten gucken. Also Michael Scheer mit einer 16,9 und ja, 16 und da sind die Zeiten, die er zurzeit fährt. Der Miren Reichert fährt da ein bisschen langsamer, also der fährt eher mittlere 17er zurzeit in der letzten Runde. Deshalb denke ich mal, kann der Michael ein bisschen schneller und das sieht man ja auch, weil er war schon der erste Angriff. Ja, und auch der Michael hat ein bisschen Pech gehabt unter der Saison vielleicht. Oh, und da dreht er sich weg und da nimmt er fast Jonas Lapp noch mit, der dahinter gefahren ist. Wir haben einen perfekten Dreher, er ist mich wieder auf Kurs. Bereitet sich jetzt hinter Daniel Backhofer auf Platz Nummer 10. Also das Rennen ist nicht gelaufen, würde ich sagen. Da hat er noch alle Möglichkeiten, sich wieder nach vorne zu bringen. Aber natürlich, die Reifen werden bei sowas ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Jo, das wird er jetzt wahrscheinlich, das geht relativ schnell wieder weg. Das wird er jetzt ein paar Kurven lang bemerken, dass er da vielleicht ein bisschen langsamer fahren muss. Aber das ist für den gesamten Rennverlauf nicht, sowieso nicht und auch für die nächsten zwei Runden eigentlich schon nicht mehr. Aber da hat er wirklich Glück gehabt bei diesem Dreher, der hätte auch in die andere Richtung gehen können, dann wäre er in der Wand gelandet. Passiert ganz schnell, dass man mit der Mühe ein bisschen überkorrigiert. Ja, und Reichert jetzt aber erstmal aufatmen. Ja, muss da jetzt nicht zu viel befürchten von hinten. Erstmal. Ja, und das sind hier immer noch Zingler und Scheins. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dem Stefan Zingler auch ordentlich auf die Nerven geht. Weil er merkt, er könnte vielleicht auch ein bisschen schneller, aber er ist einfach an den entscheidenden Passagen, wo man dran sein muss, kommt er einfach nicht ran. Allzu schnell ist es definitiv nicht, so einen Zweikampf zu fahren, weil man sieht, dass der Danny Engels jetzt wieder hinten rankommt. Und der fährt aber auch in letzter Zeit sehr schnell runter. Also Danny Engels ist hier schon eine 15,9 gefahren, Runde 19.
Habe ich bei sonst noch keinen gefahren. Doch, Roland Großmann ist auch schon eine 15 gefahren. Also Danny Engels hat jetzt anscheinend einen richtig guten Speed gefunden. Den kann, glaube ich, Scheins und Zinger können den nicht unbedingt so gehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Danny jetzt hier gleich ranfährt und dann versucht auch vorbeizuziehen. Ja, ich glaube, dass Danny auch so einen leichten Trainingsrückstand hatte. Vor dem Rennen ist das Montagstraining ja, glaube ich, auch nicht mitgefahren. Das Training ist bei den vielen schwierigen Kurven doch relativ wichtig. Und das kriegt er jetzt natürlich im Laufe des Rennens zurück. Also es kann durchaus sein, dass er da nochmal ein bisschen nach vorne kommt. Und jetzt gerade, wenn er jetzt auf den gewichtsbeladenen Stefan Zingler aufläuft, kann ich mir durchaus vorstellen, oh, und der startet da einen Angriff. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine interessante Sache wird. Beide da Gewichten beladen, Danny ein bisschen schwerer, aber auch entsprechend ein bisschen unterwegs. Oh, da nimmt er fast wieder die Reifen mit in der Schikane. Die Schikane auch eine sehr entscheidende Stelle eben hier für die Gegend gerade. Da muss man sehr, sehr viel reinbremsen, als man das glaubt. Und dann versuchen, möglichst gerade durchzufahren. Das sieht man bei Danny eigentlich immer ganz gut. Jede zusätzliche Kurve, die man da macht, ist da eine zu viel. Und Stefan Zingler, jetzt könnte das ein erfolgreicher Angriff sein auf T1. Kommt er aber wieder nicht weit genug vor und ist ja behält wieder die Position. Und ja, das passiert jetzt hier schon seit etlichen Runden. Man konnte sehr schön sehen, wie beim Anbremsen Zingler eigentlich jeden haben wollte, um den auch zu bremsen, aber Christian Scheins hat ihn zugemacht. Er hat ihm nur die Außen mal angeboten und jetzt ist Zingler, glaube ich, vorbei. Ja. Er ist da mit einer Radfahrt, aber Scheins wieder auf der Innenbahn für die nächste Kurve. Und das sollte reichen für Scheins. Fahren sie hier zu zweit durch, aber da ist Zingler, glaube ich, vorne. Zingler hat jetzt die Nase vorne und ich denke und ich hoffe, dass der Christian Scheins jetzt zurückschicken wird, ja. Fahren sie dann noch hintereinander durch, hoch durch. Und Danny Engels ist dahinter jetzt dran. Und Christian Scheins mit einem Quersteher, aber er fängt das Auto. Aber Danny Engels ist innen, nutzt die Chance und kann sie aber nicht verwerten. Also Christian Scheins ist da knallhart auf der Außenbahn. Aber alles fair soweit. Da wird sich jetzt auch Christian ein bisschen ärgern, weil wenn ihm der Quersteher vorhin nicht passiert wäre, dann wäre er jetzt hier richtig dran und hätte hier mit Windschatten und ohne Gewichte wahrscheinlich relativ einfach wieder vorbeigehen können, während er sich jetzt schon beinahe ein bisschen nach hinten orientieren muss. Ja, und auch Dietmar Tomka ist schon aus dem Rennen ausgeschieden. Ich lese gerade im Forum, dass es da wohl einen Vorfall mit David Bormann gab, über den er wohl nicht so glücklich ist. Das entscheidet dann der die Reko. Vielleicht kannst du zur Reko noch ein paar Worte sagen, Stefan. Das ist nämlich auch eine recht interessante Angelegenheit. Gerade die, die es noch nicht wissen. Ja, die Reko. Ein von den Fahrern gibt es Gremium, die sich genau für solche Aktionen oder für solche Vorfälle zusammenfindet. Die gucken sich eigentlich von allen Rennen mal mindestens den Start an, gucken auch so ein paar Formalitäten dabei noch, weil Quali die gelbe Linie auch nicht überfahren hat und solche Späße, aber sind eben hauptsächlich wirklich für Rennunfälle verantwortlich, dann die zu bewerten und entsprechend Strafen auszusprechen. Da sitzt im Moment Manfred Wurm, Florian Hinz und Peter Suschlik drin. Peter Suschlik ja heute eben nicht dabei. Und ja, die werden sich dann damit beschäftigen müssen. Im Hintergrund haben wir gesehen, wie der Engels sehr, sehr weite Linie gefahren ist. Das war, glaube ich, so nicht ganz geplant. Wir springen mal etwas weiter nach hinten. Es sind hier Neumann, Flemming und Büttner und einer davon. Wer war das hier hinten? Christian Büttner hat sich da irgendwie weggedreht.
Er hat, glaube ich, eine recht platte Nase, so wie das aussieht. Das sieht in der Tat aus, ja. Das ist nicht Standard an dem Auto. Und da muss er irgendwas gewaltig falsch gemacht haben. Ich habe es leider nicht. Aber die Platte ist auch ein bisschen ein Zeichen, dass er sein Auto nicht, auch wenn es falsch klingt, aber das ist ein bisschen ein Zeichen, dass er sein Auto nicht beschädigt hat, weil die Aufhängung ist vor allen Dingen bei seitlichen Einschlägen sehr, sehr empfindlich. Frontaleinschläge sind nicht so kritisch, solange man nicht mit richtig viel Schwung in die Wand semmelt. Ja, scheint das Auto ja noch recht gut zu funktionieren. Ob er wirklich. Oh, aber da. Ah, das sieht nicht nach der Ideallinie aus. Müssen wir ein bisschen beobachten in den nächsten Runden, aber bei normalen Zeiten gehen kann. Ja, ich kann das auch gerade mal nachschauen. Natürlich auch die Schadensübersicht. Und Christian Büttner, ja, er hat einen leichten Aufhängungsschaden vorne rechts, aber ich würde mal sagen, das sollte ihn eigentlich nicht so stark beeinflussen. Zumal hier eben die meisten Kurven eh links rumgehen. Rechts rumgehen. Ja, vorne an der Spitze und Großmann kann auf jeden Fall von diesen Aktionen hinter ihm profitieren. Er hat da jetzt schon einen guten Vorsprung von na, rund 5 Sekunden. Das würde er nicht allzu schlecht finden. Dahinter wird es aber gesagt, also Stefan Zingler, Christian Scheidt, Danny Engels und auch Thorsten Holzer ist nicht mehr allzu weit weg. Da könnte sich noch sehr, sehr spannende Sachen entwickeln. Ja, und hier auf Platz 7 bzw. 8 brennt auch noch der Kampf zwischen Jonas Lapp und Björn Reichert. Und da hatte ich ja eben schon ein bisschen analysiert, dass der Jonas Lapp dann doch eigentlich deutlich schneller kann als der Björn. Das sind, ja, ich würde sagen, wenn man jetzt die letzten Runden an, eine halbe bis eine ganze Sekunde da pro Runde schneller kann. Jetzt habe ich verpasst, wie er an ihn gegangen ist, weil ich auf den Zeitmonitor geguckt habe. Jonas Lapp jetzt vorbei an Reichert. Ja, Björn ja auch mit 2 Kilogramm belastet, also das macht schon auch was aus. Und da lässt er dann auch gleich ein bisschen Luft zwischen Autos entstehen. Aber jetzt hier wieder erstaunlich dicht dran, wird jetzt wegen seinem Gewicht wahrscheinlich wieder nichts außen können. Aber er hält sich seine Chance mindestens offen. Ja, und Christian Scheins ist da schon wieder. Oh, das ist eine ganz, ganz, ganz heftige Aktion. Da bremst er quer sich rein, aber es hat geklappt, er ist vorbei. Also das war wirklich eine Aktion par excellence. Also das war wirklich schön anzusehen. Beziehungsweise super Car Controller von Christian Scheins. Er ist wieder vorbei. Also man sieht, Stefan Zingler kann nicht unbedingt schneller als Christian Scheins. Beiden sind, würde ich sagen, gleich recht gleich unterwegs. Ich würde jetzt fast behaupten, Danny Engels hat ein bisschen Probleme. Nicht ganz, also er hat ein bisschen Probleme, im Rücken die Zeiten zu gehen, weil wenn er alleine fährt, dann kommen da richtige Knallerzeiten. Jetzt wird er, es scheint mir noch nicht so, als ob er aufgehalten wird, aber seine Zeiten sind in den letzten 2 Runden dann doch wieder ganz schön abgesackt. Ja, er kann halt im Moment so ein bisschen dranbleiben, aber für mehr scheint das nicht zu reichen. Hier sehen wir jetzt Klaus Neumann,
gegen Patrick Desarek, der ist dahinter. Und die beiden sind auch ziemlich eng beieinander. Wobei Klaus Neumann den Boxenstopp bereits hinter sich hat. Deswegen ist er auch relativ weit zurück jetzt mit Platz 15. Das ist eigentlich auch so ein Fahrer. Für mich übrigens eigentlich so ein bisschen die Überraschung der Saison. Im Moment auf Gesamtplatz 5. Da hätte ich ihn ehrlich gesagt vor der Saison nicht hingetippt. Aber er ist wirklich recht konstant immer unterwegs und holt sich so heimlich seine Punkte, so abseits der öffentlichen Wahrnehmung. Und macht sich damit sehr gut. Wir nehmen jetzt dann auch direkt Duell Desarek gegen Scherer. Und Michael Scherer hat auch nochmal ein paar Plätze verloren. Als wir den letzten Jahr von ihm gesehen haben, war auf Platz 10. Kannst du raus, wenn er auch schon seinen Boxenstopp gemacht hat? Der war auch schon im Box, genau. Und da macht jetzt hier den Angriff gegen Desarek und das ist erfolgreich. Also er ist vorbei. Also auch Michael Scherer schon in der Box, deshalb ist er da auch ein bisschen zurückgefallen, kämpft sich jetzt wieder nach vorne. Dann bereinigt, Boxenstopp bereinigt, ist das dann ein direktes Duell zwischen Michael Scherer zwischen und Klaus Neumann. Klaus Neumann, genau. Und die werden beide jetzt auch noch weiter nach vorne fahren wollen. Christian Heuer mittlerweile in der Box. Auch Kai Wiegel. Fahren sie zu weit T1 zu. Aber das wird Scherer sich vermutlich nicht nehmen lassen, hat er die, ja. Innenbahn, oh. Sehen wir noch einen Quersteher auf Tessarik. Und das sind wieder unsere Lieblingskampfgruppe hier. Und da ist mittlerweile Danny Engels. Ich glaube, das war jetzt so der erste kleine Angriffsversuch, den ich von ihm gesehen habe. Dass er tatsächlich mal neben Stefan Zingler gekommen ist. Und Christian Scheinz ist in Box abgebogen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also der verabschiedet sich jetzt aus der Kampfgruppe. Er ist jetzt in die Box und macht jetzt seinen Boxenjob. Jetzt ist natürlich interessant. Ich weiß nicht genau, wie man das von der Zeit sehen kann, ob er jetzt die ganze Zeit mit nur der Hälfte am Sprit unterwegs war und jetzt quasi nochmal die komplette Hälfte für die restliche Distanz tanken muss oder ob er nur die 3 Liter, die übrig sind, tanken muss. So lange wie er da jetzt stand, würde ich sagen, waren das auf jeden Fall deutlich mehr als 3 Liter. Ich weiß nicht, vielleicht hat er versehentlich seine... Nee, aber das Reifenwechsel dauert normalerweise länger. Also ich vermute, er hat wirklich so ziemlich einen halbvollen Tank gehabt. Die andere Hälfte jetzt nachgekippt. Ja, und so wie ich Danny Engels und Stefan Zingler einschätzen würde, das können wir jetzt aber auch, wenn hier jetzt der Kampf, das ist Björn Reichert, gegen den er da sich jetzt verteidigt, müssen wir natürlich jetzt beobachten, Stefan Zingler, Danny Engels, die direkten Kontrahenten auf der Strecke gegen Christian Scheinz. Ich könnte mir vorstellen, dass die wirklich vollgetankt haben und dann erst wirklich nur am Ende 2-3 Liter nachtanken müssen und da haben sie natürlich einen gewaltigen Zeitvorteil an der Box. Da sparen sie, denke ich mal, bestimmt ja, 5 bis 10 Sekunden und damit könnte Christian Scheinz vielleicht aus dem Rennen um die Podestplätze vielleicht so ein bisschen rausgefahren sein. ...21 Runden sind noch gefahren, also wir sind ein bisschen über der Hälfte jetzt. Hab das Testrennen nicht genau verfolgt. Ich glaube, die meisten sind wirklich dann in der viertletzten Runde reingekommen, oder Stefan? Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht verfolgt. Ich war nämlich zum Testrennen den Stream hier am Vorbereiten. Ach, das stimmt. Ja, aber, ich muss kurz dazu sagen, dass ich ohne Sprit ausgerollt bin nach knapp der Hälfte. weil ich mich da auch nicht so sehr drin vertieft hatte. Und ich will ja jetzt nicht aus dem Licht glauben, aber ich glaube, das Setup hatte mir geschickt. Ja.
Ronald Hinz. Oder war es der Stefan Zingler? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die Spritanzeige ist auch gar nichts mit Setup zu tun, oder? Wie viel Sprit man reintut, das ist eine eigene Einstellung. Kann das sein? Das ist gar nicht im Setup hinterlegt. Kann ich ehrlich gesagt im Moment nicht beschwören. Ich hätte... Ja, es kann sein, dass es tatsächlich eine eigene Einstellung ist. Also die Kilos, also die Zusatzgewichte werden übernommen, das weiß ich. Also wenn du da, wenn dir jemand ein Setup schickt, der sein Auto vollgepackt hat mit Zusatzkilos und du blickst da nicht gleich durch, dann wunderst du dich erstmal in den ersten Runden, warum deine Zeiten so schlecht sind. Aber ich glaube, die Spritmenge ist tatsächlich von Fahrer zu Fahrer verschieden und nicht von Setup zu Setup. Großmann jetzt vorne ungefähr 8 Sekunden schon weg, hat schon 8 Sekunden Vorsprung auf den 2.10. Stefan Zingler und das ist so langsam so ein Polster, was schon recht komfortabel ist, würde ich sagen. Erarbeitet er sich jetzt so ein bisschen Favoritenrolle für den Sieg im Moment und das ist jetzt Michael Scherer gegen Klaus Neumann. Genau, beide schon in der Bock gewesen. Und da kann sich Michael Scherer durchsetzen, da hat Klaus Neumann jetzt doch ordentlich Zeit verloren. Da war, glaube ich, auch eine Berührung. Ja, und dann ist er weg, der Michael. Dann ist er weg. Das, sieht ein bisschen souverän aus. Zu unserem Lieblingsduell. Das ist nämlich immer noch der Kampf um Platz 2, Danny Engels und Stefan Zingler. Die sind jetzt, glaube ich, gerade recht ebenbürtig. Also die letzten Runden recht gleich schnell. Also ich glaube, die können ähnlich schnell beiden. Ja, die schenken sich tatsächlich nicht viel. Im Moment sind sie auch noch nicht so richtig in Zweikampfdistanz. Ich weiß nicht, Danny kommt immer wieder so ein bisschen näher ran, aber es kann es einfach über die Runde nicht halten, den Abstand, um da mal irgendwo wirklich einen Angriff starten zu können. Ja, Danny ja auch nochmal um einiges schwerer als Stefan Zingler, wenn sie denn beide ähnliche Sprintmengen an Bord haben. Das könnte natürlich auch, wie gesagt, das bekannte Problem sein, dass er dann auch beim Stefan Zingler, der ja eigentlich auch ordentlich Kilos schon hat, auch nicht auf der Gerade rankommt. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil hier in diesen engen Bereichen, da sieht es dann doch wirklich immer sehr nah aus und eigentlich sollte so eine Distanz eigentlich reichen, um auf der Geraden dann mit Windschatten Überholmanöver zu starten. Da ist jetzt der Fehler von Danny Engels die weite Linie, aber das rettet er noch recht. Also, die Situation natürlich jetzt ein bisschen entschärft, aber das hätte auch anders ausgehen können. Ja, wenn er da mit den Hinterrädern noch ein bisschen aufs Gras kommt, dann ist der Dreher perfekt. Und Christian Heinz mittlerweile, das ist eigentlich recht bemerkenswert, schon wieder auf 6. Das ist im Moment der einzige in den Top 11, der schon mal an der Box gewesen ist. Kann aber nicht ganz an seine Leistung von vorher anknüpfen. Also er ist ein bisschen langsam unterwegs, weil auch der Björn Reichert kann ihm jetzt folgen, der wiederum ganz schön gesteigert hat in den letzten Runden. Und auch wenn wir jetzt nochmal auf Florian Hinz gucken, wo wir ja gesagt hatten, mit dem Footstop, vielleicht war das eine recht nette Idee, aber wenn wir jetzt den direkten Vergleich, Florian Hinz, Christian Scheins, beide schon in der Box, hat der Christian Scheins, ich würde sagen, eine halbe Runde Vorsprung. Eigentlich ganz, aber es ist auch schon gewaltig. Also Florian Hinz immer noch aktuell
Meisterschaftsführender wird heute, denke ich mal, ganz schön Punkte lassen, weil Platz 17 zurzeit ist, glaube ich, auch nicht das, was sein Anspruch ist. Wenn man sagen muss, in der Gesamtwertung kann ihm Christian Scheins eigentlich nicht so schnell gefährlich werden, der ist schon recht ordentlich zurück. Ich glaube, der hat knapp 100 Punkte Rückstand. Also da müsste das schon in mehreren Rennen so ausgehen. Aber Stefan Zickler zum Beispiel zurzeit auf Position 2, in der Meisterschaft auf Platz 3, hat 23 Punkte Rückstand, das sieht eigentlich recht gut aus. Ricardo Hohmann natürlich auf der 5, Meisterschaft 2 zurzeit, hat auch keine so schlechten Karten. Also ich glaube, von Zingler wird ein bisschen abrutschen. Oh, und was hier gerade spektakulär aussieht, kurz versprochen. Was hier gerade so spektakulär aussah, war nur eine Überrundung, aber da hat sich David Baumann beinahe sein Auto verloren. Da hat er schon ordentlich zu kämpfen gehabt. Der war ja mittlerweile auch in der Box gewesen. Anders als Björn Reichert. Ist aber dabei zurückgefallen auf Platz 23. Das ist der vorletzte im Moment. Ich glaube, die sind nicht in einer Runde, die beiden hier. Ja, und Ronald Großmann an der Spitze. Für den ist das im Moment eine recht gemütliche Angelegenheit. Ja, mein Quali-Tipp möchte ich kurz erwähnt haben. Der hat hier wirklich eine gute Leistung. Und das ist ja auch eigentlich das, was Ronald kann. Er ist ja wirklich ein schneller und auch konstanter. Manchmal fehlt ihm so ein bisschen das Glück, manchmal fehlt ihm so ein bisschen das Quäntchen. Rennchen, was es halt braucht, um ganz vorne zu fahren. Aber hier sieht es jetzt zurzeit wirklich ziemlich gut aus. Ich möchte es nicht beschwören, aber zurzeit macht es für mich doch einen recht souveränen Eindruck. Und Danny Engels ist jetzt ein bisschen zurückgefallen. Kann es sein, dass er in der Box war? So sieht es nämlich aus, weil er ist jetzt. Dirk ist gerade aus der Box gekommen, genau. Der hatte sich da wohl auch allmählich die Geduld verloren. Stefan Zingler da vorne, vielleicht musste er auch tanken, das kann ja auch sein. Ja, weil er hat zwar ein bisschen Vorsprung auf Christian, scheint's, aber ich würde sagen, das sieht eher nach aus, als. Wäre das, du merkst das einfach an den recht schlechten Rundenzeiten vom Erscheinen und nicht daran, dass der Danny Engels nur 3 Liter tanken musste oder 3% und der Christian Scheins noch nicht mehr. Also auch Danny Engels ist mit keinem vollen Tank losgefahren, würde ich sagen. So, Danny hat jetzt so ein bisschen Vorteil, dass er jetzt wirklich freie Fahrt hat. Vor ihm ist erstmal nichts mehr. Da gab es einen recht schönen Drift vom Björn Reichert. Ja, und das war auch eine Überrundung. Holzhey gegen Weigel. Wobei der Holzhey auch noch nicht in der Box gewesen ist. Im Moment auf Position 3. Hat auch noch nicht ganz den Anschluss verloren nach vorne. Ja, aber das war eben auch schon ein bisschen enger. Wird zurzeit alles hier ein bisschen entspannt, würde ich behaupten. Ja, das ist richtig. Das Feld hat sich mittlerweile natürlich über die ganze Strecke verteilt. Eben natürlich auch bedingt durch die Boxenstopps. Die eine Hälfte der Fahrer eben schon drin war und die andere noch nicht. Ja, und mir scheint es, als ob der Stefan Zingler zurzeit ein bisschen aufholt auf den Ronald.
Und da sind wieder zwei weitere Fahrer in der Box. Und zwar Christoph Börste und Ricardo Hohmann, glaube ich, waren das. Die jetzt ihren Boxenstopp machendste war irgendwo so auf 8 oder 9. Da kommt er wieder auf die Strecke. Gelbe Linie eingehalten, sehr gut. Und der Kollege hinter ihm ist jetzt auch tatsächlich direkt ein Zweikampfgegner, nämlich Stefan Flemming. Der war erstaunlich unauffällig bisher im Rennen, finde ich. Hätte ich eigentlich auch etwas nach vorne erwartet. Im Moment fährt er auf 13. Auf 12. Ja, Stefan Flemming habe ich auch noch eine recht nette Erinnerung in diesem Auto. Da war damals in der Saison, wo ich mitgefahren bin, gab es auch ein Rennen auf Aston Kadett. Da wird hier auch die Start- und Ziel gerade gefahren, dann wird quasi auch rechts abgebogen und dann wird aber auch recht schnell wieder auf Startziel gefahren. Also fast nur ein bisschen ovalmäßig. Und damals sind wir mit den TBOs gefahren und da war dann auch zusätzlich der LX4 erlaubt. Damals ist der Stefan Flemming in seinem LX4 gefahren und ich aber mit dem FXO. Diese Autos sind vom Konzept halt unglaublich unterschiedlich. Also FXO ist ein Straßenwagen mit Frontantrieb und recht viel Gewicht. Und wir hatten aber einen wirklich schönen Fight, der Stefan und ich, auch wenn es natürlich immer recht ungleich war. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht damals. Stefan ist ja auch eigentlich auch ein Fahrer für ziemlich gute Platzierung, würde ich sagen, wenn es bei ihm läuft. Ja, auf jeden Fall. Also in dieser Saison, ich weiß nicht, so richtig in die Gänge gekommen ist er noch nicht. Aber den Anschluss verloren hat er auch noch nicht so richtig. Er ist so ein bisschen so zwischen gut und schlecht. Irgendwo dazwischen ist er hängen geblieben. Oder in der Gesamtwertung im Moment. Oder Großmann war jetzt auch in der Box und der hat jetzt einen ganz schönen Vorsprung auf den Danny Engels. Das sind ein paar Meter. Also damit aus der Spitzengruppe fehlt nur noch Stefan Zingler und Thorsten Holzei, die noch nicht in der Box waren. Und wenn man das dann so im Überblick sieht, muss man doch sagen, dass Christian Scheins irgendwie schlecht weggekommen ist mit seiner Boxenstrategie. Wenn ich jetzt sehe, vorhin war er noch an der Spitze und jetzt ist er auf Platz 5, zwei Plätze hinter Ronald Großmann, der auch schon in der Box war und da ist schon ein richtig großer Abstand dazwischen. Aber muss man sagen, dass zu Danny Engels der Abstand eigentlich recht klein ist. Also ich glaube, der Ronald ist der hier wirklich, dass es die Sache gut gemacht hat. Der vor ihm fährt, das ist kein direkter Zweikampf, das müsste eine Überrundung sein. Und zwar Kai Weigel ist das, ja. Der würde ihn jetzt, denke ich mal, auch vorbeilassen, den Ronald. Genauso macht das, so muss es sein. Aber nicht aufs Gras fahren, das muss nicht unbedingt sein. Da dreht er sich auch. Ist aber immerhin nicht einklagen, also kaputt gegangen ist nichts, aber Zeit gekostet hat es natürlich. Wobei das für ihn jetzt im Moment nicht so entscheidend ist. Ich sehe, er ist auf Platz 24 und damit doch mit einigem Abstand letzter. Ja, die spannende Frage ist jetzt, ob Stefan Zingler, zurzeit führender, als einziger wirklich recht wenig tanken muss. Beziehungsweise auch nur wirklich eine gute Pace jetzt gehen kann am Anfang, und ob man das dann schafft, vor Danny Engels und Christian Schein zu bleiben und vielleicht sogar wieder an Ronald rankommt oder sogar an Ronald vorbeigeht in der Box. Das wird sich jetzt in den nächsten Runden entscheiden. 14 Runden haben wir noch, das ist noch ein gutes Viertel. Ja, und das war hier gerade ein echter Zweikampf, das waren Scherer und Neumann.
gespannt, ob Neumann da mal kontern kann, jetzt gleich auf der Stadtzielgeraden, aber da kam er, glaube ich, etwas schlichter durch die Schikane. Aber jetzt hier doch immer noch relativ dicht dran. Oh, und da macht Michael Scherer einen Fehler und da geht Klaus Neumann vorbei und jetzt bin ich gespannt. Oh, da hat Michael wirklich Glück gehabt, hat er sein Auto mal retten können. Ich glaube eigentlich, dass Michael ein bisschen schneller fahren, also er müsste eigentlich der schnellere Fahrer sein, sagen wir lieber so. Aber er hat jetzt doch schon wieder eine kleine Lücke reißen lassen müssen zu Klaus, so dass da eigentlich schon keine richtige Gefahr mehr droht jetzt in der Zahnbürstenkopfkurve. Das ist übrigens auch eine Zahnbürstenkopfkurve, ich sag das immer so, ich habe da ein Bild, ich muss mal kurz gucken, ob ich es finde, warum die Kurve wohl so heißt. Das ist ja doch ein recht ungewöhnlicher Name, und zwar, wenn man aus der Luft die Strecke betrachtet, dann sieht es tatsächlich so aus, als würde da eine große Zahnbürste rumliegen. Die Möglichkeit haben wir übrigens, die Luft einmal zu betrachten. Dazu ich habe hier jetzt mal das vorbereitete Bild mal eingeblendet. Eine Zahnbürstenkopfkurve links unten in der Ecke. Ich weiß nicht, das sieht doch aus wie eine Zahnbürste, oder? Ja, das ist allerdings hat täuschende Ähnlichkeit mit einer Zahnbürste. Ja, sogar die Borsten da mit den weißen Zelten überall. Also das ist jedenfalls die Erklärung für den ungewöhnlichen Namen. Ja, und der Michael Scherer mit einem unglaublichen Fehler, da muss er dann innen über die Wiese. Er konnte das Auto aber retten, aber damit ist er jetzt erstmal weg von Klaus Neumann.
Ja, und das sind hier gerade Christopher Börster und Manfred Wurm. Da hat sich jetzt gerade irgendeine Überrundung dazwischen geschoben. Und zwar Stefan... Das kann ja keine Über... Doch, Stefan Fleming. Nein, das ist ein Dreikampf. Stefan Fleming mittlerweile ja alle in der Box gewesen aus Manfred Wurm. Und an der Spitze Zingler und Holzei. Und das ist tatsächlich ein echter Dreikampf.